Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Morrowind. Ich weiß noch, im letzten Part habe ich versucht zu rasten und euch sollte auch mittlerweile aufgefallen sein, dass ich öfter mal Teil und Part sage. In der Videobeschreibung habe ich aber generell Teil und das hat den einfachen Grund, dass ich da mehr oder weniger nicht diese Text mit German haben muss. So, na. Der ist ziemlich weichlich, mit zwei Schlägen schon fast tot. Sollte das für meine eigene Rasse etwas zu denken geben? Ich hoffe einfach mal nicht. Was hast du? Du hast zwei Draken und sonst nicht wirklich viel dabei. Okay, das ist alles mal wieder schön auf dem Boden. Das bleibt ja ewig erhalten. Und hier haben wir jetzt Kisten und Fässer. So, was ist da drin? Eissalze. Okay, dann haben wir hier noch wärmere schöne Münzen und allerlei Zeugs. Hier haben wir nicht wirklich viel, um genau zu sein, gar nichts. Was ist hier drin? Eine wärmerische Truhe, die werden wir mit einem Lehrlingsdietrich öffnen. Und das klappt offenbar schon. Okay, 26 wärmerische Münzen und eine Unglücksklinge, das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mal wieder das Schwert ausrüsten, oder? Hat das nicht schlechtere Werte als dieses Teil? Nein, hat es nicht. Okay, werde ich das also nicht behalten. Höchstens verkaufen. Ich glaube, das ist abgeschlossen. Ja, das brauche ich auch gar nicht jetzt mit dem Gesellen Dietrich aufkriegen, weil wenn 20 schon zu komplex ist, dann sind 32 erst recht. Das werden wir alles mitnehmen, um es später zu verkaufen. Hier sind ein paar Schalen, die haben auch einen netten Wert. Teller, Schalen, Krüge, wie auch immer. Alles mögliche. Na komm, das nehmen wir auch noch mit. So, und das natürlich ebenso. Okay, dann sind wir hier unten fertig. Ich werde, glaube ich, nochmal hier hinkommen. Denn, naja, momentan kriegen wir dieses Schloss nicht auf. Und was sich hier rechts von uns befindet in diesem Gang, das ist auch noch nichts für uns. Da befindet sich nämlich ein Nord mit einem Stahlkriegshammer. Und er ist relativ stark, heißt so viel wie ihn werden wir keinesfalls kaputt kriegen. Ich glaube, ich werde mal speichern und dann kurz rasten. Bis geheilt wäre nicht schlecht. Gut, wir sind nicht von Assassinen angegriffen worden. Das freut mich. Und jetzt sind wir in den Klageleutenhallen. Man kann sich hier gut verlaufen. Ich bin mir nicht sicher, wo komme ich nochmal dahin, wo ich hin muss. Was mich überhaupt wundert, meine Magie wurde nicht wiederhergestellt, oder? Nein. Das ist die Fertigkeit des Atronax, dass Magie niemals wiederhergestellt wird. Weder durch Schlaf noch durch Rasten oder ähnliches. Nur durch Absorption, also magische Effekte, die auf uns wirken und wir das absorbieren. Okay, hier ist auch so weiter nichts. Genau wie dieses Hintergrundgeräusch. Okay, soweit dürfte hier nichts mehr sein. Nee. Wir kommen hier sowieso nochmal hin, deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendwas ausgelassen habe. Aber zu einem Ort gehe ich noch definitiv, denn darum sind wir eigentlich hier. Und zwar von diesem Stein auf den und dann hier hoch. Und da oben befindet sich das, wo wir eigentlich hin sollten. Wir haben jetzt einen relativ großen Umweg genommen, aber naja. Das nehmen wir natürlich mit ebenso. Das ist nämlich viel wert. Und wärmerische Münzen haben wir schon 35, das gefällt mir. Hiervor werde ich jetzt speichern, denn uns erwartet ein harter Kampf. Zellen der hohlen Hand. Ja, die sind nicht ohne. Und Hi, Filippo. Du bist relativ stark. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Und ja, meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Er ist stark. Ach ja, das Fehlen geht weiter. Nein, ich hoffe mal, den relativ schnell kaputt zu machen. Moment, eine Stunde warten. Na, Rasten dürfte reichen. So, gut. Jetzt sollten wir ihn eigentlich relativ gut schaffen können. Wenn wir nicht allzu oft daneben hauen. Aua. Ja, er kann uns immer noch töten. Was habe ich gerade gesagt? Achtet gar nicht mehr drauf. Er wird uns eh töten. Also, naja. Gut. Die Ausdauer hat was gebracht, aber auch nicht genug. Ich werde es trotzdem wieder probieren. So. Da ist sie wieder voll. Ich sehe schon, gleich kommt ein Assassin und metzelt uns. Und halt Tempo. Ergebt euch. Und ich lasse euch vielleicht am Leben. Lass uns mal bitte eine Chance, ja? Ich werde echt sehr sozial von dir. Aua. Na komm. Er hat nicht mehr viel. Er hat doch nicht mehr viel. Gut. Diesmal haben wir den Kampf gewonnen. Das freut mich.
Okay, hier sind die Pokale und hier ist eine kleine wärmerische Münze. Wie ich es halt sage, dieses Spiel hat so viel Detail, es ist unglaublich. Genauso unglaublich wie dieses ätzende Hintergrunddröhnen, wie man das auch mal nennen mag. Ich mag das einfach nicht und ich hoffe hier auch bald rauszukommen. Ich glaube, dadurch versteht man meine Stimme auch etwas schlechter, was wohl verständlich sein sollte. Durch so ein permanentes Dröhnen. Ich sehe zu, hier schnell rauszukommen. Da ist der Rätselwürfel, den, ich habe schon das einen vergessen. Den der Typ für seinen Gefallen halt haben will. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Hasfat Antabulus, genau, das war sein Name. Die werden wir alle so hinlegen. Das Zahnrad eben bei ihm. Das da. Okay. Ja, und ich mag es natürlich nicht, wenn irgendwas ineinander liegt. Deswegen werde ich das auch sortieren. Ich wiege zu viel. 36 mehr? Wo kommt das jetzt bitte her? Das hat sich gereimt. Das Eisenbreitschwert brauchen wir nicht, weil das hat auch nicht wirklich viel Gewicht. Okay, jetzt frage ich mich ernsthaft, wo kommt bitte dieses abartig hohe Gewicht her? Ich glaube von diesem Pokalen Moment. 24, das heißt, wir werden mal 7 das Stück weglegen. Okay, dann reicht das und endlich weg von hier. Ja, es ist immer noch da, dieses Geräusch, aber glücklicherweise jetzt nicht mehr. Damit werden wir jetzt zurück nach Balmora und uns zu Hasfat Antabulus begeben. Ah, das ist doch ein schon, ja, genau. Na gut, wir werden noch schneller werden, aber alles zu seiner Zeit. Ach ja, genau. Da vertue ich mich auch immer wieder. Ich gehe den Stein rauf, obwohl das auch ein Stückchen weiter ist. Okay. Wir haben Eissalze. Wofür brauchen wir die in diesem Level? Naja. Gut. Ich habe mich ja schon gefragt, wie wir hier rauskommen. Für unseren Held ist das offenbar kein großes Problem. So, Moment, wie ging das? Einfach raus. Ich glaube schon, hier sind 7 Fackeln. Ja, das weiß ich noch. Okay, jetzt sind wir wieder in Molag Amur. Eine Region in Wadenfell. Es gibt hier Weidenländer. Das sind eigentlich die heftigsten Gebiete. Molag Amur ist, glaube ich, hier so dieses Aschländergebiet. Also Aschländer sind Eingeborene. Die werden wir auch noch zu sehen bekommen. Und Aschland ist mehr oder weniger... Wow. Ja, Aschland ist mehr oder weniger diese Einöde hier aus Stein. Wäre dir sehr verbunden, wenn du mich nicht töten würdest, Schlittenläufer. Oh Gott. Das war knapp. Hätte er uns erwischt, wären wir tot. Oder? Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wäre es risikoreich geworden. Okay, 7 Draken. Stimmt, das haben wir noch gar nicht genommen. Also, her damit. Immerhin, Kleinviech macht auch Lust. Und hier haben wir sogar einen Smaragd und Aschesalz ist auch viel wert. 0,1 Gewicht bei 25 Wert ist auch nicht zu verachten. Wunderbar, dann, ja, auf nach Balmora. Ja, wir sind gerade unglaublich schnell, wie ihr seht. Schneller werden wir momentan noch nicht. Das liegt halt daran, dass wir so ein unglaublich hohes Gewicht haben. Aber das sollte wohl normal sein, dass wir dann langsamer als normal gehen. Oder langsamer wie gewöhnlich, wie auch immer. Okay, Balmora. Moment. Da ist sie... Ja, da komme ich nicht durch. Wo ist die Mondfalterlegion? Und die ist da. Das heißt, Balmora war da schon richtig. Warum habe ich da einen anderen Weg eingeschlagen? Das ist doch richtig, oder? Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Moment, nein, das ist nicht richtig. Balmora liegt... Ach, verdammt nochmal. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen verwirrt, wenn hier die Mondfalterlegion ist, oder? Ist sie das? Nein, nein, nein. Die Mondfalterlegion ist da. Bedeutet also, wir müssen nach dort. So. Deshalb war es doch ganz richtig, einen anderen Weg einzuschlagen. Sonst hätten wir uns irgendwo, ja, hier in Molag Amur wieder gefunden. Irgendwann, aber dann wäre es mir schon lange aufgefallen. Denn so weit ist es ja bis Balmora nicht. Das dürfte der richtige Weg sein. Ja, ist er. Okay, immerhin. Hier, diese Blume, könnte man denken, dass man die ausräumen kann. Das kann man auch. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht so. Okay, Crashkraut. Das ist Crashkraut? Okay. Hm, ich habe nichts gesagt. Mal wieder wunderbare Bäume. Und die FPS sind gerade ein bisschen runtergegangen. Oh Gott, wie langsam ich bin. Ich hopp's mal ein bisschen. Dadurch kriege ich auch ganz viel Akrobatik mehr. Was ich äußerst lustig finde, aber naja. Ist halt eine Eigenart des Spiels. Ich finde es persönlich nicht schlimm. Manche sagen, oh, wenn man hops, dann kriegt man Level-Ups.
Ja, und meine Güte, es ist halt ein Skill. Wenn man gut springen kann. So. Über diese zwei Brücken, die werden wir auch noch öfter sehen, habe ich das Gefühl. Und da ist Huleja? Ich weiß es nicht. Cool. Ja, es war auf jeden Fall so in der Art. Und hier steht Willkommen. Diese Schriftzeichen gibt es wirklich. Also jetzt zum Beispiel im Internet kann man die nachlesen. Man kann tatsächlich das übersetzen. Und es kommt auch wirklich das daraus, was darauf steht. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Und hier sehen wir schon wieder die Kriegergilde mit einem Dunmer. Aber den sprechen wir jetzt nicht an. Brauchen wir auch nicht. Deswegen gehen wir einfach hier rein. So, wir haben kein einziges Akrobatik-Level abgekriegt. Okay, naja. Diese Person stellt mir einfach zu viele Fragen. Ich jedenfalls nicht. So. Ja, komm, den ganzen Bogen rum. Und da ist er auch schon. Also, habt ihr mir einen kleinen Gefallen erfüllt und um den ich euch gebeten habe, Gefallen. Perfekt, genau was ich suche. Gebt mir diesen Dwärmer-Rätselwürfel und ich werde euch sagen, was Kaius über das Exhaus wissen will. Und über den Revarine. Übrigens scheint diese Inschrift auf dem Würfel eine Anleitung zu sein, wie man einen dwärmerischen Schlüssel so benutzt, dass er ein bestimmtes Schloss öffnet. Wenn es euch interessiert, kommt zurück, nachdem ihr den Bericht an Kaius geliefert habt. Vielleicht habe ich euren Schlüssel dann schon fertig, den ihr mit nach Aknekatan nehmen könnt. Aknekatan, hast du mir gesagt, Nerevarine, ich glaube, darüber kann er nicht viel sagen, ich werde das jetzt kurz zusammenfassen, weil das wäre einfach zu viel Text. Das Haus Dagoth und das sechste Haus, das auch als das verlorene Haus bekannt ist, während der ersten Zeitalters verriet das Haus Dagoth die anderen Fürstenhäuser im Krieg des ersten Rates und wurde daraufhin aufgrund dieses Verrats zerstört. Ich kann euch alle Fragen beantworten, aber ich werde euch auch einige Nachrichten für Kaius geben und empfehle einige Bücher über das sechste Haus, die er lesen sollte. Genau, er, nicht wir. Ja, okay. Haben wir das? Jetzt haben wir eine neue Tagebuchnotiz. Haswort an der Wallace gab mir Notizen über das sechste Haus, die ich Kaius übergeben soll. Dahin begeben wir uns jetzt auch. Und danach würde ich sagen, wird dieser Part beendet, denn wir haben schon wieder die 12-Minuten-Marke erreicht in etwa. Ich habe gemerkt, die letzten Parts... Leck mich. Ich habe gemerkt, die letzten Parts waren doch ein wenig drüber. Also so 14, 15 Minuten, eigentlich das, was ich normalerweise nehme. Aber bei so einem großen LP, 12-Minuten-Parts wären da wohl besser. Okay, also machen wir uns schnell auf zu Kaius. Ihr dürft sprechen. Das ist übrigens eine Lalu-Wache, genau. Mit einer Amun-An-Knochenrüstung. Ich habe nur wenig Zeit. Die ist, glaube ich, die mittlere Rüstung. Und nicht so effektiv. Aber vielleicht kriegen wir die auch mal. Sie ist allemal besser als das, was wir haben. Und Akrobatik hat sich auf 14 verbessert. Ich wusste doch, dass wir irgendwann was bekommen. Okay, hi. Befehle. Diese Nachrichten sind von Hasfat Antabolis ausgezeichnet. Ich hoffe, er hat euch nicht zu hart für sie arbeiten lassen. Nein, hat er nicht. Überhaupt nicht. Ich werde sie mir später genau anschauen, aber erst habe ich einen neue Befehle für euch. Hier heißt Ausbeherber Moa Kriegergilde Befehle. Ich habe einen Blick auf Hasfat Antabolis Notizen geworfen. Es geht um das sechste Haus, doch nicht um den Neravarin-Kult. Besucht die Balmora Magiergilde, sie ist gleich neben der Balmora Kriegergilde. Bringt Shan Gromutzkup dazu, euch zu sagen, was sie über den Neravarine weiß. Sie wird euch irgendeinen dummen Auftrag geben. Tut, was sie sagt und erstattet Bericht, wenn sie euch diese Informationen gegeben hat. Sehr klug, für einen Ork. Ein ungesundes Interesse an den dunklen Künsten vielleicht, aber sehr intelligent. Sie fürchtet immer, dass der Tempel hereinplatzen und sie ins Feuer stecken wird. Gar nicht so unbegründet, diese Furcht. Den Text wollte ich euch noch unbedingt vorlesen. Okay, aber damit war es das auch für diesen Teil und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.